Willkommen zurück, weitere neue Folge Gran Turismo 6. Und wir dürfen jetzt nicht nur hier im Anfängermodus, in der Anfängermeisterschaft sogar, uns austoben. Nein, wir dürfen auch hier rein in die nationale B-Veranstaltungsklasse und das ist schon eine Menge mehr. Da kann man schon einiges machen. Ich würde aber sagen, wir gehen es locker an und machen erstmal die Anfängerklasse fertig. Das ist dann auch immer ein bisschen übersichtlicher, wenn man das alles durch hat. Und es ist sogar eine komplette Meisterschaft, wie der Name auch vermuten lässt. Ha. Fährt man alle Rennen direkt hintereinander und kriegt dann nochmal ein paar extra Credits. So. Diese Meisterschaft ist für alle, die den Titel Neuling ablegen und ihre ersten Schritte in der Welt der echten Rennen gehen wollen. Ihre Gesamtplatzierung hängt davon ab, wie viele Punkte sie innerhalb der drei Rennen sammeln können. Das ist logisch, ne? Wenn sie es bis zum letzten Rennen schaffen, dann bekommen sie die Chance, beim nächsten Mal einmalig, Moment, an einigen bestimmten Rennen teilzunehmen. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr Text, wenn ich runterscrolle, aber da kommt ja nur der Rest. So, LP 450 oder weniger, da sind wir drin, denke ich mal, mit unserem Mito. Kann ich mal kurz gucken. Ja. Ja. Wir könnten jetzt natürlich... Ja. Ich nehme mal den Mito, weil wir den noch nicht so oft gefahren sind. Wir können natürlich auch den anderen nehmen, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber damit würden wir auch noch gewinnen. So, Brands Hatch, erste Strecke. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal so ein bisschen die Wiederholungsfunktion angeguckt. Und mal ein bisschen beim Autohändler vorbeigeguckt. Es gibt jetzt nicht mehr diese Aufteilung in Neuwagen- und Gebrauchtwagenhändler. Sondern man kann alle Autos halt bei einem normalen Händler kaufen, was auch besser ist. Da muss man nicht immer ewig warten. Und dann habe ich mir mal so angeguckt, wie da so ein paar Standardautos aussehen. Und manche Standardautos sehen echt ganz gut aus. Also bei meinem oder einem meiner Lieblingswagen, ich würde sagen, es ist sogar mein Lieblingswagen und nicht einer meiner Lieblingswagen nur. Dem Mercedes CLK Touring Car haben sie nicht viel gemacht. Die Texturen sehen ein bisschen glatter aus, aber sonst halt nicht viel Änderung. Ja. Und die Wiederholungsfunktion, die sieht echt gut aus. Da arbeiten sie sehr intelligent, genauso wie hier mit Unschärfe. Also wenn wir mal ein sehr interessantes Rennen haben, dann gehen wir mal in die Wiederholungsfunktion, gucken uns das an. Jetzt nur für die anderen Sachen lohnt sich das nicht. Ansonsten wird es wahrscheinlich auf meinem Kanal auch die Lizenzen als einzelne Videos aus der Wiederholungsfunktion geben. Da kann man das natürlich auch schon mal sehen, was ich meine. Naja, quietschende Reifen, ich liebe es. Liebe es. Hier hinten drauf fahren, ich liebe es. Meine ich das nur oder wirkt der Wagen neben uns da sehr klein? Ach ja, und ich habe natürlich, was ich in letzter Folge gesagt habe, habe ich natürlich direkt umgesetzt und mein Lenkrad gemappt. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche Funktion ich wohin gelegt habe. Wir können mal eben testen. So, das hier ist Nitro. Haben wir natürlich nicht. Aber das wäre die Taste dazu. Dann habe ich hier Handbremse. Oder auch nicht. Doch, man sieht es aufleuchten, wenn ich leicht drauf drücke. Hahaha, ich bin scheiße. Scheiße, ist ja eine Meisterschaft. Direkt das erste Rennen der Meisterschaft verlieren. Nicht genug bremst, zu viel mit meinen Funktionen rumgespielt. So, da habe ich einen Rückwärtsgang. Nee, hä? Das war zurückblicken. Das ist zurückblicken. Das ist der Rückwärtsgang. Das muss ich mir halt selbst erstmal merken, weil es jetzt wesentlich weniger Tastenfunktionen gibt. Und ich zu viele Tasten habe. Ich habe manche Tasten sogar doppelt belegt. Daher ist meine Belegung anders als bei GT5. Das irritiert mich. Komm, Zweiter werden wir auf jeden Fall. Den da vorne kriegen wir nicht. Schade. Ha, müssen wir direkt gleich nochmal fahren. So, da, keine Ahnung, was ich da drauf gelegt habe. Ach, genau. Die Sicht umschalten. Und hätte ich mich nicht verbremst, wären wir Erster geworden. Scheiße. So, da, wunderschöne Wiederholung. Vergessen wir jetzt mal eben. Und dann nur ein paar Credits.
Ja, 2 Sterne, Scheißdreck. Wussten Sie, dass Sie Aufnahmen von Rennen im Wiederholungsmodus machen können? Das heißt Aufnahmen. Achso, Rennfoto. Ah, Bilder. Wollte nur sagen, kann man hier direkt exportieren. Das wäre natürlich wahrscheinlich qualitativ nicht so hochwertig, aber sehr interessant. Aber, ja, das mit der Qualität, das sieht man ja auch bei der PS4 und Xbox One. Also die Sachen, die die Konsolen da ausgeben, sind qualitativ, naja, ist auch logisch. Das kann halt nie so gut von der Konsole selbst gemacht werden, in so kurzer Zeit, als würde man das von HDMI aufnehmen und dann mit X264 encodieren. Das ist halt einfach der beste Encoder, der holt die beste Qualität daraus. Von daher, das, was ihr gerade seht, das sollte so ziemlich das Maximum an Bildqualität sein. Wenn YouTube da nicht noch dran rumfuschen würde, die haben leider nicht so eine gute Qualität. Aber ansonsten, ne, hier, beste Qualität nur für euch. So, teste ich mal weiter meine Tasten durch, was ich jetzt wo habe. Ja. Ich frage mich einfach, warum die Ecken rechts und links schwarz werden. Sieht man jetzt natürlich nicht. Ich weise euch vielleicht nochmal darauf hin, wenn es kommt. Erstmal wieder in die richtige Sicht. Das muss man irgendwie umstellen können. So, außenrum vorbei. Hier habe ich die Hupe. Die habe ich doch extra hingelegt, weil beim letzten Community-Rennen so oft die Aufforderung kam, ey, troff du, hup mal. Und ich hatte halt überhaupt keine Taste, wo die Hupe drauf war. Jetzt habe ich sogar direkt am Lenkrad, also ich kann dauernd machen. Ja genau, das war Umschalten der Ansicht, das habe ich schon wieder vergessen. So, hier müsste der Scheibenwischer sein. Yeah, Scheibenwischer. So, die machen wir wieder aus und hier haben wir Licht. Ja, da sieht man es auch schon in der Anzeige, dass das Licht in der Anzeige angeht. Wenn ich drauf drücke. Nein! Dammit! So, was haben wir noch? Ah, da liegt auch nochmal der Scheibenwischer drauf. Ach ja, wie wir schon wieder gewinnen. Da habe ich keine Ahnung was drauf. Da habe ich auch nochmal Licht. Keine Ahnung, was das ist. Ja, komm vorbei, da jetzt innen rein. Nee, komm, ich steck mal ein bisschen zurück. Wir lassen uns Zeit. Und jetzt. Er kämpft gegen uns und er hat keine Chance. So, wieder in die richtige Ansicht zurück. Viel schöner so. Tja, war auch nicht so toll die Kurve. Ich bin mir im Klaren darüber. Ist halt alles noch ein bisschen anders. Fährt sich anders, fühlt sich anders an. Ich bin schon ewig keine Autos mehr gefahren, die so wenig LP haben. Das kommt auch dazu. So, was haben wir hier auf der Taste? Licht. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe überall Lichtscheibenwerfer oder Scheibenwerfer. Genau. Scheibenwerfer. Nicht Scheinwerfer oder Scheibenwischer. Scheibenwerfer. Entweder ich habe überall Licht, Hupe oder
Scheibenwischer. So. Da muss ich mich erstmal umgewöhnen, dass man die Wiederholung nur mit Start wegdrücken kann. Ich drücke hier mal auf X. Und wundere mich, warum die Wiederholung nicht weggeht. Punkte-Rangliste. Ha! Ja, es ist. Erster Platz. Es gibt, und dann, da denke ich, da verrate ich nicht zu viel, eine Trophäe, die. Keine Ahnung, wie heißt, komme ich leider nicht mehr drauf. Aber der Inhalt der Trophäe ist, dass man eine Meisterschaft fahren muss. Und ins letzte Event, das war ja jetzt hier das letzte Event, die Meisterschaft geht 3 Rennen lang, das ist das dritte Rennen. Und ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen, oder? Nein, gut. Ha, ich dachte schon. Ja, und man muss auf jeden Fall ins letzte Rennen reingehen, auf dem dritten Platz in der Meisterschaft. Und dann halt gewinnen. Oder ich glaube, entweder dritter Platz oder schlechter als dritter Platz. Weiß ich jetzt nicht genau. Sollte nicht allzu schwer sein. Ich meine, wenn du es genauso hinlegst, dann fährst du halt einfach die ersten beiden Rennen auf den dritten. Dann bist du danach wahrscheinlich auch auf dem dritten und dann gewinnst du halt, indem du die anderen ausbremst, holst du dann genug Punkte. Ne, sollte gehen. So, mit schöner Nachtstimmung hier. Naja, Nacht nicht ganz, sagen wir mal Dämmerung. Und diesmal verkacke ich nicht in der Kurve hier. Oh, wird das gerade hell hinten, weil die Sonne genau reinscheint. Huch. Ich bin auf meiner Linie geblieben, der hat mich gerammt. Die Kurve nehme ich immer ein bisschen zu eng. Ich fahre dann deswegen hier immer über den letzten Millimeter des Curbs noch drüber. Ah ja. Schön rein da. So, jetzt können wir uns nochmal das Licht angucken. Oder auch nicht. Ich kann in der Ansicht echt nicht fahren. Gehe ich mal lieber wieder zurück. Wir wollen ja nicht verlieren, oder? Wieso ist er auf einmal so langsam? Kann er nicht mehr beschleunigen? Das war Scheibenwischer. Ich habe schon vergessen, was alle Tasten waren. Das ist Hupe, dann ist das. Ach, egal. Shit. So, da habe ich mal abgebremst, damit ich hinter ihm bleibe. Das wäre eine Sache, die ich jetzt online gemacht hätte. Ich hätte jetzt auch vorbeiziehen können. Na klar. Ich meine, wer hindert mich daran? Aber wenn ich jetzt über das Gras an ihm vorbeigezogen wäre, dann hätte ich mir einen Vorteil dadurch verschafft, dass ich über die Streckenbegrenzung hinaus bin. Und das geht halt so einfach nicht, meiner Meinung nach. Also bin ich auf die Bremse gegangen und habe aus meinem Fehler halt keinen Vorteil oder so gezogen, sondern bin hinter ihm geblieben. Wenn ich über einen Curb überhole, dann natürlich kein Ding. Aber wenn ich irgendwie ganz rauskomme und über grün fahre, ne, das geht nicht. Das war auch schon wieder grenzwertig. Aber ich finde, wir fahren ja jetzt die ganze Zeit mit Komfortreifen und diese Komfortreifen. Okay, wieder die Kurve verkackt. Ja, wir gewinnen das oder so, da bin ich mir sicher, da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Diese Komfortreifen lassen sich sehr gut fahren hier im Spiel. Also ich habe... ich habe eigentlich keinen richtigen Vergleich. Wann bin ich das letzte Mal Komfortreifen in Gran Turismo 5 gefahren? Aber ich habe die auf jeden Fall schlechter in Erinnerung in GT5. Die Strecke habe ich auch noch nicht ganz drin. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da eine Linkskurve kommt. Ich hatte mich schon gewundert, warum der auf der linken Seite fährt, wenn doch gleich eine Linkskurve kommt.
Aber ist ja klar, wenn es jetzt rechts lang geht. Und da sind wir hinter ihm. Jetzt geht's rein. Die Kurve nehmen wir innen, nicht so wie gerade eben außen. Seite an Seite geht's vorbei. Seite an Seite habe ich natürlich noch drin, ne? Also ich kann auch zur Seite weggucken. Das habe ich mir auch gemappt. Ja. Da fahren wir wieder ins Ziel. Siegreich wie immer darf ich nicht sagen, weil ich das erste Rennen verkackt habe. Aber ohne große Mühen, das kann ich sagen. So, ich bin gespannt, was uns für eine Prämie erwartet. Das war jetzt erstmal die Geldprämie, die interessiert nicht. Anfängermeisterschaft, 3 Rennen insgesamt, Goldpokal, sie sind Erster geworden, ja? Sie haben eine Trophäe verdient, Seriensieger. Eine goldene Trophäe sogar. Und nochmal 5000 extra Credits. Und jetzt kriegen wir doch sicherlich einen Wagen geschenkt, oder? Schenk mir einen Wagen, tu es. Ach komm, kein Wagen. Jetzt bin ich enttäuscht. Naja, gut. Dann fahren wir nochmal die erste Strecke. Und das mache ich nochmal als Meisterschaft. Ich mache das dann so, ich fahre das erste Rennen nochmal. Und danach machen wir einen Cut, ein Folgenende. Und ich fahre dann halt die beiden weiteren Rennen auch noch. Können wir schon mal ein bisschen Credits sammeln. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Ne, dann wird das nicht zu langweilig, wenn ich jetzt zweimal den Cup hier fahren würde. Wäre nicht so cool. So, ich stehe schon auf dem Gas. Der vor uns fährt Schlangenlinien. Entweder will er seinen Reifen aufwärmen oder er hat gesoffen. So ganz fies hier reingedrängt. Aber das ist auch online das Schönste, wenn so ein Manöver funktioniert. Ja, wenn der andere dann nicht einfach reinzieht und sagt, nö, du kommst hier nicht rein, ich ramm dich einfach weg. Sondern wenn man sich gegenseitig den Platz lässt, auch für solche aggressiven Manöver, dann macht's richtig viel Spaß. Beim letzten Community-Rennen war das so toll und dann hatte Dragon Vampire ja auch noch ein paar Wiederholungen davon hochgeladen. Also wenn ihr das aus Außenansicht mal sehen wollt. Ein Video ist sogar aus meiner Außenansicht bei ihm auf dem Kanal. Dann guckt euch das an. Sehr interessante Sachen dabei. Da sieht man dann auch, wie gut und fair und super das laufen kann bei Community-Rennen. Shit, das war knapp. Ich verliere schon wieder, oder? So, jetzt Konzentration. Wie soll ich den noch kriegen, Alter? Dieses Kantenflimmern da. Guck dir das mal an. So, jetzt komm. Zieh dran. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. So, jetzt Innenseite. Vorbeigebremst. Voll einlenken, damit ich auf seine Spur zurückkomme. Damit er sich nicht vorbei beschleunigen kann. Denn nur deshalb funktioniert das Vorbeibremsen ja. Du gehst später auf die Bremse, beschleunigst aber langsamer raus. Somit würdest du wieder zurück überholt werden. Wenn du aber in seine Spur kommst und er dann nicht an dir vorbeiziehen kann, dann bringt ihm der Überschuss beim Rausbeschleunigen nichts. So funktioniert das aggressive Rein- und Vorbeiziehen. Ja! Ha! Schön! Gut. Das war's mal wieder mit einer ganzen Folge Gran Turismo 6.
Ich hoffe, das war lang genug. Ich hoffe, es war spannend genug. Und damit sind wir jetzt kein Neuling mehr, sondern können fortan mit unserer B-Lizenz weiterfahren. Gut. Wie wir fortfahren, das seht ihr dann morgen. Ciao. Anfängerklasse, alle Sterne erhalten. Ja, dann gehe ich da raus aus der Anfängerklasse und auf einmal kriegen wir diesen schönen Wagen geschenkt. Ja, ein Renault Sport Clio RS11. Das ist ein ganz schöner Wagen, so weil ich mich erinnere. So vom Fahrverhalten her. Und den nehmen wir mal in Gris Makaha. So. Ja, hören wir uns dann gleich direkt mal an, wie der Wagen sich anhört. Ja. Ja, der hört sich sogar an wie ein Sportwagen. Gut, damit haben wir jetzt die Anfängerklasse abgeschlossen und wir sehen uns dann jetzt wirklich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.